Unabhängig davon, ob du ein neues Unternehmen starten möchtest oder ein bestehendes in einem Wachstumsvorhaben begleiten möchtest oder vielleicht sogar dein Unternehmen bewerten und verkaufen möchtest, immer wird es erforderlich sein, dass dein Geschäftsmodell, deine Idee von der Zukunft und die Ist-Situation konkret beschrieben, also abgebildet wird. Und dafür brauchst du einen Businessplan, einen Geschäftsplan. Und häufig gibt es Gründe, die dafür sprechen, dass du es nicht alleine machst. Entweder weil dir die Zeit fehlt oder weil dir das Know-how fehlt oder weil du insgesamt keine Kenntnis davon hast, was genau für die entsprechenden Ziele, die du gesetzt hast, abgebildet werden muss. Und hier kann es sinnvoll sein, dass du externe Hilfe hinzunimmst, also dir einen Businessplan erstellen lässt oder vielleicht sogar kooperativ erarbeitest. Und in diesem Video zeige ich dir, worauf du dabei achten solltest. Kommen wir nun zum ersten Punkt, nämlich dem Zweck. Wann brauchst du einen wirklich soliden und guten Businessplan? Und das erste ist natürlich bei einer Gründung. Denn hier hast du die Herausforderung, dass du noch nichts zeigen kannst. Du hast noch keine Beweise für dein Vorhaben. Dein Unternehmen gibt es nicht, die Kunden gibt es nicht, der Marktauftritt gibt es meistens auch noch nicht. Die Preise und die Dienstleistungsprodukte sind am Markt nicht eingeführt, haben sich noch nicht bewährt. Und du hast vielleicht zum ersten Mal ein Vorhaben vor dir, wo du ein Unternehmen gründest. Und deshalb muss dieser Businessplan so überzeugend sein, dass er die gesamte Zukunft, die bisher noch eine Idee in deinem Kopf ist, so plausibel abbildet, dass andere Menschen, andere Banken bereit sind, dir Geld in 4, 5, 6 oder vielleicht so 7-stelligen Betragshöhe auch anvertrauen wollen. Hast du allerdings ein Wachstumsvorhaben, dann gilt es beides zu tun. Auf der einen Seite gilt es, die komplette Vergangenheit mindestens der letzten 3 Jahre abzubilden und zuzüglich noch dein Wachstumsvorhaben. Also was geschieht Neues, was soll mit den Mitteln erreicht werden, was sind die Vorteile, können die Kosten getragen werden, sowohl aus der Zukunft und vielleicht sogar von deinem Bestandsunternehmen. Aber auch dann, wenn du dein Unternehmen teilweise oder vollständig veräußern willst, also Gesellschafter, Investoren reinkommen oder du eine Betriebsübergabe komplett planst, gilt es, dein Unternehmen in einem Geschäftskonzept vollständig abzubilden. Und zwar so genau, dass der Käufer, der Investor genau weiß, was er dafür bekommt, dass er auch genau weiß, was die Risiken und die entsprechenden Stärken und die Chancen sind. Dabei muss auch wissen, wie der Kaufpreis, die Unternehmensbewertung sich zusammensetzt. Und zwar so gut, dass vielleicht auch ein Banker dem Käufer deines Unternehmens Geld geben wird. Ein weiterer Grund dafür, dass du Hilfe bei der Erstellung des Businessplan Orders, kann sein, dass du enge Fristen hast. Denn häufig bist du im Tagesgeschäft voll eingebunden und hast gar nicht die Zeit, alles zu recherchieren, alles abzubilden, die Kosten für vielleicht das Finanzierungsprogramm zu ermitteln und den Finanzplan in der Zukunft abzubilden und gleichzeitig die Finanzen und die Zahlen aus der Vergangenheit so abzubilden, dass der Banker oder Käufer überzeugt wird. Ein weiterer Grund, dass du dir Hilfe besorgst, dabei deinen Finanz- und Businessplan zu erstellen, ist, dass dir die Templates fehlen. Und wenn dir Templates für die Zahlen oder die Texte fehlen und dir vielleicht auch gar nicht genau bewusst und bekannt ist, worauf es dabei ankommt, wenn du beispielsweise Finanzierungsanträge stellen willst oder worauf deine Gegenseite achtet, wenn diese dein Unternehmen bewertet, dann wird dir viel Potenzial, viel Geld und vor allen Dingen viel Zeit verloren gehen. Mit Templates kannst du Zeit sparen, weil das Grundgerüst fertig ist und die Inhalte deines Unternehmens hier nur noch abgebildet werden. Und das kann natürlich gemeinsam mit einem Berater, mit einem Beratungsunternehmen am besten geschehen, die hunderte solcher Anträge erfolgreich gestellt haben und all das Wissen, all die Erfahrung, all das Know-how in die Templates und in die Beratungsgespräche und Methoden eingeflossen ist. Ein vierter Grund kann sein, dass du vielleicht Fördermittel, Finanzierung oder Gelder bei Investoren einsammeln willst. Und da ist es vom Vorteil, wenn du mit Beratern und einem Beratungsunternehmen zusammenarbeitest, die die Richtlinien, die die Programme kennen, die aber auch die Denkweise von Finanzierern und von Investoren kennen. Es ist leider so, dass ein Businessplan, den du für dich selbst schreibst, in der Regel nicht bei der Bank abgeben kannst. Und den du für die Bank abgibst, kannst du in der Regel nicht abgeben, wenn du zum Beispiel zu einem Investor gehst oder zum Arbeitsamt oder zum Jobcenter gehst und dort Fördermittel beantragst. Selbst die sogenannten Innovationsprogramme haben ganz andere Richtlinien und Vorlagen und Anforderungen an den Finanz- und Textteil, als es zum Beispiel die KfW Mittelstandsbank hat. Hier ist es also entsprechend erforderlich, dass du vorher genau auch weißt, für wen du was schreibst. Und das wissen in der Regel professionelle Berater und Beratungsunternehmen. Und das Gute ist, je nach deiner Ausgangssituation kannst du auch Fördermittel beantragen dafür, dass ein Beratungsunternehmen dich dabei begleitet, deinen Projektantrag auch zu stellen, deinen Businessplan zu formulieren.
Zwischen 50 bis 100% wird eine konzeptionelle Beratung, eine finanzielle Beratung auch gefördert. Das bedeutet, du sparst nicht nur Geld, sondern vor allem auch Zeit und kannst dir professionelles Know-how auch tatsächlich einkaufen. Eine häufig gemachte Beobachtung ist auch, dass Unternehmer, die keine externe Hilfe hinzuziehen, auch dieses Projekt der Fertigstellung des Businessplans Zug um Zug immer weiter vor sich herschieben. Sie sind niemandem rechenschaftspflichtig und so kann es Wochen, Monate bis Jahre dauern, bis so ein Plan vollständig ist. Arbeitest du aber mit einem Beratungsunternehmen zusammen, dann wird ein Fristenplan, ein Business-Erstellungsfahrplan erstellt mit genauen Etappenzielen und einem Endziel, wo klar ist, an diesem Tag müssen folgende Checklisten vollständig abgearbeitet und Pläne umgesetzt sein, damit die hundertprozentige Vollständigkeit der Unterlagen gegeben ist. Erst dann kannst du diese Unterlagen auch tatsächlich irgendwo einreichen und vorlegen. Wenn du also Zeit und Geld sparen möchtest und zeitnah dieses Vorhaben der Erstellung eines Businessplans zur Vorlage bei welcher Institution oder Person noch immer umsetzen möchtest, dann bist du jetzt eingeladen, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Wir sondieren mit dir gemeinsam dann das Potenzial, wo du gerade stehst, was dir noch fehlt, wo du hin willst und welche Möglichkeiten es genau auch gibt, damit du Fördermittel für deine Beratungsförderung bekommst, aber auch für deine Projektförderung. Also mach jetzt Gebrauch von einem kostenfreien Erstgespräch, trag dich in unserem Kalender ein und gerne kannst du auch jetzt nicht nur unseren Kanal abonnieren, sondern auch das Video liken, wenn es dir gefallen hat. Dein Daniel Schäfer.